Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sendung von Orga TV im November. Unser heutiges Thema wird sich um Qualifikationen, insbesondere Personalqualifikationen, drehen. Dazu haben wir heute wieder einen sensationellen Gast in der Sendung, nämlich Bernd Bratwisch von der DAB GmbH. Dazu später aber mehr. Jetzt erstmal wie gewohnt zum Überblick. Die Panda News, der Karriere 2010 im Audimax und ein Beitrag der DAB GmbH. So, was steht heute an? Wasser, wie war das Wochenende? Kurz zu dir. Also mein Wochenende war super, Ja. aber ich komme auch ganz kurz. Wir haben Geburtstag gefeiert am Montag und liebe Zuschauer von Orga TV, mein Kollege Niklas hat am Montag Geburtstag Ja. und wir, dein Team hat sich gedacht, wir gratulieren dir noch kurz zu einem lange vorbereiteten Oha. Kuchen. Das ist aber nett. Schau, ich krieg Davon den noch wusste. an. Was habt ihr denn da zerschnitten? Twix oder was? Nein, wunderbar. Ah. Also, wie Mit du jeweils siehst, dem Namen drauf. Oh, ja, Wasser mit Herzchen. habe ich selbst gemacht. Sehr schön. Lieber Niklas, vom Herzlichen ganzen Dank Team, für. alles Vielen Dank Gute. ans Team auch hier von der Seite. Ich stelle das mal hier hin. Hier vielleicht stehen Willst du lassen. noch was ausblasen, dir was wünschen? Nee, die lassen wir jetzt. Das ist meine Okay, Lebenskerze. Die machst lassen du wir es jetzt hier noch? stehen. Das mache Gut. ich am Ende der Sendung. Hast du Würde ich gut sagen. gefeiert? Ja, nee, eigentlich Nee, nicht. nicht? Kommt noch, Kommt eventuell. noch, Seid ihr alles natürlich alle klar. eingeladen. Vielen Dank, werden wir hinreichend in weiß Bescheid. Wir kommen vorbei. Genau. Gut, diese Woche, was stand an? Also nebenbei, also unser Forschungsminister Herr Hartmann hat eine Regierungsrede bezüglich der Hochschule im Saarland abgegeben und zwar wirklich sehr interessant. Ich habe nicht gewusst, dass die Uni des Saarlands eine der forschungsstärksten mittelgroßen Uni deutschlandweit ist. Ja. Und es wurde unter anderem angekündigt, wie der Haushalt organisiert wird. Wir werden jetzt stärker leistungsabhängig organisiert. Und Fazit ist, die Uni wird fitter gemacht. Wo wurde das veröffentlicht? Oder über Das die Pressestelle? wurde von der Pressestelle geschickt. Es war ein Link auf der Uni Saarland und auch noch in der Saarbrücker Zeitung. Okay. Das Thema ist auch Qualität, wie heute von der Sendung. Qualität, was verstehst du darunter im Personalwesen? Unter Qualität oder mehr, vielmehr Qualifikation werden wir ja später noch reden, ne? Ja. Würde ich sagen. Und aus dem Grund würde ich sagen, dass wir jetzt vielleicht einfach zu den Panda News direkt kommen und danach weiter über Qualifikation reden. Gut, würde ich Ja? sagen, Panalus, Start. Die vom 26. bis 28. November und vom 3. bis 5. Dezember im Kino 8,5 in der Nauwieser Straße in Saarbrücken stattfindet. Die Veranstaltung befasst sich im Jahr der ersten Fußballweltmeisterschaft auf afrikanischem Boden mit Aspekten afrikanischer Gesellschaften und afrikanischen Filmschaffens, die bisher weniger Beachtung fanden. Themen sind Kindheit und Jugend sowie Afrikaner und ihre Kulturen, die durch die Sklaverei zerstreut wurden. Mit der Veranstaltung, die bereits zum 10. Mal stattfindet, stellen das Frankreich-Zentrum der UDS sowie die Fachrichtungen Romanistik und Anglistik gemeinsam mit weiteren Partnern das Filmschaffen der frankophonen und anglophonen Länder Afrikas vor. Bei ausgewählten Filmvorführungen sind die Regisseure anwesend und diskutieren mit den Zuschauern. Diesen Freitag um 19 Uhr geht's los mit dem Film Soul Boy, einem deutsch-koreanischen Film aus dem Jahr 2009. Der Eintritt kostet 4,10 €. Nächstes Wochenende beginnt bereits die Adventszeit und damit natürlich auch die Weihnachtsmarktzeit. Der historische St. Johanna Markt und die Bahnhofstraße bieten die perfekte Kulisse für den in diesem Jahr noch größeren und schöneren Saarbrücker Christkindlmarkt, der morgen bereits beginnt.
Während der gesamten Adventszeit ist der St. Johanna Markt weihnachtlich geschmückt. Die vielen kleinen Verkaufsbuden für weihnachtliches Allerlei, vom Weihnachtsschmuck über feines Gebäck bis hin zum Glühwein, machen Vorfreude aufs Fest. Rund um das Saarbrücker Schloss findet außerdem jährlich am ersten Adventswochenende der Altsaarbrücker Weihnachtsmarkt statt. 200 individuell gestaltete Stände, die zum großen Teil von gemeinnützigen Vereinen betrieben werden, bieten dem Besucher eine bunte Palette mit verlockenden Angeboten. Wer diesen Samstag die Nacht unsicher machen möchte, kann auf die Studi Night in Plau gehen. Die Party für Studenten und andere findet ab sofort jeden vierten Samstag im Saarbrücker Nightclub Plau statt. Die DJs Michael Kassel und Greg Santana spielen ein breites musikalisches Spektrum, von House, R&B bis hin zu Alternative sowie das Beste aus den letzten Jahrzehnten. Studenten zahlen mit Studiausweis 4 Euro Eintritt und erhalten noch einen Begrüßungsdrink. Bier, Jägermeister und roter Wodka kosten je nur 1,50 Euro. Los geht's um 23 Uhr. Und nochmal zur Erinnerung: Vergesst nicht, euch bis zum nächsten Montag zu den Klausuren anzumelden, sonst finden diese dieses Semester ohne euch statt. Das war's auch wieder mit den OrgaTV Panda News. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Hallo, back im wie der Panda schon erwähnt hat, ab Donnerstag ist Weihnachtsmarkt. Warst du schon mal da, Niklas? Ich war schon ein paar Mal auf dem Weihnachtsmarkt. Hat dir gut gefallen? War super, ja. Aber was wir erwähnen können, ist der Weihnachtsmarkt am Schloss, der nur am Samstag ist in Saarbrücken. Der ist ja sehr schön. Der ist wesentlich schöner eigentlich als der auf dem Marktplatz. War ich bisher nie gewesen, warst du schon mal da? Ja, war ich auch. Wie viele Jahre schon? Keine Ahnung, ein, zwei Mal. Okay. Ja. Was wir noch gesehen haben, die afrikanischen Filme im Kino 8,5, eins der schönsten Kinos in Saarbrücken, ja, würde ich sagen, neben dem Filmhaus noch, was dazu und gehört. Kamera 2. Kamera 2. Würde ich auch empfehlen, dass man da mal hingeht. Mhm. Studi Night, die ist ja bekannt, ist eigentlich noch dienstags, Studentennacht im Blau, mittlerweile auch den letzten Samstag im Monat. Auch eine neue Veranstaltung. Wir sind gespannt, was da auf uns zukommt. Und genau, ist aber nur noch einmal im Monat. Also das ist der Unterschied zu vorher, glaube ich. Das ist der Unterschied. Also bei Gesichterparty steht, ist es immer noch. Gewisse genau. Stimmen sagen, ist es. Also nicht wer gerne mehr ins Blau geht, jetzt immer. Wann ist der Termin genau? Letzter Samstag im Monat. Genau. Nun aber zum Thema Personalqualifikation, nämlich dem eigentlichen Haupt heute. Was verstehst du denn so unter Personalqualifikation? Was würdest du sagen, ist das? Qualifikation, denke ich mal, geht stark in die Richtung Schulungen, Weiterbildungen. Ja. Liege ich da richtig? Ja, Trainee-Programme zum Beispiel. Ja. Aber das sind natürlich nur Nebenaspekte, die man da aufgreifen kann. Okay, aber um das genauer zu wissen, waren wir mal in Kaiserslautern bei der DRB GmbH. Und das wollen wir euch gleich mal im Beitrag zeigen. Heute sind wir das OrgaTV-Team bei der DRB Versicherungsmaklerschaft Finanzmanagement Privat- und Betriebliche Rentenvorsorge MBH. Die DRB GmbH möchte sich als regionaler Versicherungsmakler von der breiten Masse der herkömmlichen und meist schlecht ausgebildeten Versicherungsvertreter, Versicherungsvermittler und Versicherungsagenturen abheben. Dies versucht sie durch gut ausgebildete Mitarbeiter mit dem neuesten technischen Equipment und der entsprechenden Leistungsbereitschaft zu realisieren. Bei der DRB GmbH arbeiten 8 Innen- und 13 Außendienstmitarbeiter, von denen alle in ihrer jeweiligen Position eine gute Qualifikation nachweisen können. Campus News. Hallo, ich bin die Sandra Schmidt. Ich bin jetzt schon seit März 2006 hier bei der DRB tätig, habe dann im August 2006 meine Ausbildung angefangen zur Kauffrau für Versicherung und Finanzen. Habe die dann letztes Jahr im Juli erfolgreich abgeschlossen und bin hier bei der DRB dann fest angestellt worden. Bin hier im Innendienst tätig. In der Vergangenheit hatten wir auch schon mehrere Seminare besucht, die direkt von Herrn Bratwisch dann auch gefördert wurden. Unter anderem war das ein Seminar in Kaiserslautern zum Thema, wie schreibe ich erfolgreich einen Kundenbrief. Was jetzt in der Zukunft noch ansteht, ist ein Seminar in Bezug auf, wie gehe ich mit ärgerlichen Kunden um, wie verhalte ich mich da entsprechend am Telefon. Hier sehen wir Herrn Bratwisch, der Geschäftsführer der DRB GmbH, welche er 2002 ins Leben gerufen hat. Er stellt nicht nur die Geschäftsleitung dar, sondern kümmert sich auch um alle Personalmanagement-Aufgaben, die so anfallen.
wie zum Beispiel die Qualifikation seiner Mitarbeiter. Anhand eines Stärken-Schwächen-Profils kann er so den entsprechenden Fort- und Weiterbildungsbedarf jedes einzelnen Mitarbeiters ermitteln. Ja, hallo, mein Name ist Jürgen Dietrich. Ich bin seit 8 Jahren bei der DRB im Außendienst tätig. Habe 2003 meine Ausbildung zum Versicherungsfachmann abgeschlossen und dann nach Absprache mit Herrn Bratfisch im Jahr 2008 mit der Weiterbildung zum Versicherungsfachwirt begonnen, die ich dann erfolgreich im Jahr 2010 abgeschlossen habe. Ja, ansonsten finden bei uns im Haus regelmäßig verschiedene Schulungen statt zu verschiedenen Themen, die zum einen von Herrn Bratfisch direkt durchgeführt werden und zum anderen externe Mitarbeiter von verschiedenen Versicherern dann vor Ort sind. Mein Name ist Oliver Hamann. Ich bin Versicherungskaufmann und habe hier bei der DRB am 2.1.2008 begonnen. Im Laufe des Jahres bin ich dann der Büroleiter geworden. Dadurch, dass ich eben vorher auch 10 Jahre im Außendienst war und die Erfahrungen eben hier gut in den Betrieb einbringen konnte, um die Kommunikation zwischen Außen- und Innendienst zu verbessern. Um uns weiter von der Masse abzuheben, habe ich beschlossen, im Jahre 2008 auch direkt mit dem Versicherungsfachwirt zu beginnen. Den habe ich dann erfolgreich 2010 abgeschlossen. Da wir auch im Betrieb Auszubildende haben, habe ich dieses Jahr auch noch die Ausbildereignungsprüfung vollzogen vor der Industrie- und Handelskammer. Bei all diesen Weiterbildungen wurde ich durch unseren Chef Bernd Bratfisch vollstens unterstützt, nicht nur finanziell, dass er also für unsere Weiterbildung finanziell aufkommt, sondern auch zeitlich. Und durch seine Erfahrungen und sein Wissen, da er ja selbst auch schon Versicherungsfachwirt ist. Und diese Kombination macht es für mich sehr, sehr leicht, diese Masse an neuem Lernstoff zu bekommen. Hier sehen wir den Schulungsraum, in dem einmal monatlich die Mitarbeiter entweder intern von Herrn Bratfisch selbst oder von externen Trainern oder externen Beratern von großen Erstversicherern geschult werden, um das bereits vorhandene Fachwissen zu erweitern oder neu aufzufrischen. Ich bin Malak, Versicherungsfachmann. Ich bin bei der DRB seit 2005. Wir haben oft Tagungen in den Räumlichkeiten, die sind immer freiwillig und das dient eigentlich dazu, dass sich dann unsere Qualifikation noch besser wird. So, zurück im Studio. Jetzt möchte ich ganz herzlich an meiner Linken unseren heutigen Studiogast begrüßen, nämlich Bernd Bratfisch von der DRB Versicherungs GmbH. Schön, guten Tag, schön, dass Sie zu uns gefunden haben, sich die Zeit genommen haben. Als erste Frage würde ich gerne wissen, so, dass Sie ein bisschen was zu Ihrer erstmal erzählen. Gerne, ich sage erstmal schönen guten Abend zu meiner Person. Ich bin seit 30 Jahren in der Versicherungswirtschaft tätig. Habe dort 3 diverse Versicherungsunternehmen kennengelernt, unter anderem den Generali-Konzern, den AXA-Konzern, dann einen Versicherungsmakler hier im Saarland, die Leismann-Gruppe. Und 2002 habe ich ein eigenes Unternehmen gegründet, die DRB Versicherungsmakler GmbH. Okay. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, dann die DRB zu gründen? Was war der ausschlaggebende Punkt dafür? Der ausschlaggebende Punkt war eigentlich der, dass ich im Rahmen meiner 30-jährigen Tätigkeit diverse Erlebnisse hatte, zum Beispiel dahingehend, dass ich immer wieder festgestellt habe, junge Menschen tendieren immer mehr dazu, auch über Internet oder sonstige Informationsforen sich Informationen zu ziehen. Ja. Und dann in das Beratungsgespräch mit dem Versicherungsvertreter oder Versicherungsmakler einzutreten, sodass die Person eigentlich immer weniger wichtig wird, sondern es einfach mehr um Qualifikation des Einzelnen geht, um fachliche Themen. Und im Hause AXA und Generali habe ich dann das Erlebnis gehabt, selbst dort entwickelt zu werden, sei es vom einfachen Auszubildenden oder einfachen Außendienstmitarbeiter bis hin zum Filialdirektor und diversen Trainees-Programmen. Das war für mich sehr angenehm, sodass ich gesagt habe, Qualität ist etwas sehr Wichtiges in der Beratung, ist etwas sehr Wichtiges für den Menschen in seiner Entwicklung und konnte das dann später in meinem Unternehmen umsetzen. Ja. Wie verlief Ihre Laufbahn da genau vom Außendienstmitarbeiter zum Innendienstmitarbeiter oder wie kann man sich das vorstellen? Das muss man sich so vorstellen. Ich habe 1980 in der Branche begonnen, habe
6 Jahre lang im Außendienst gearbeitet. Der damalige Generali-Konzern hatte ein Ausbildungszentrum in Bernried am Starnberger See. Ja. Und dort durfte ich dann diverse Fachseminare besuchen und mich zum Spezialisten in verschiedenen Bereichen ausbilden. Bin dann auch 1992 mit dem Abschluss des Fachwirts und mit der Eignungsprüfung bei der IHK gewesen und habe mich dann 1992 zur AXA verändert, wo ich zum Schluss als Niederlassungsleiter der Gewerbedirektion Frankfurt gearbeitet habe und hatte dort auch das Vergnügen, in diversen Trainee-Programmen gefördert zu werden, um eben auch wirklich jede Hierarchiestufe einzeln zu erreichen. Okay. Und warum haben Sie den Entschluss gefasst, dann irgendwann zu wechseln, also von den jeweiligen Unternehmen zum nächsten? Das war eigentlich ein Schlüsselerlebnis, sage ich mal, also gut, vom Generali zum AXA-Konzern. Das war einfach so, dass man mir perspektivisch etwas geboten hatte. Das habe ich dann damals genutzt. Ja. Der Wechsel von, ich sag mal, von einem Erstversicherer zu einem Versicherungsmakler, das war die Animation, weil ich dort einfach als Geschäftsführer mich selbst verwirklichen konnte. Und dort hatte ich auch ein Schlüsselerlebnis, was mich dann später bewegt hat, die Selbstständigkeit oder die Eröffnung einer eigenen GmbH anzugehen. Okay. Und das Schlüsselerlebnis war einfach in der Form, dass ich gesagt habe, die EU stellt neue Vermittlerrichtlinien auf, die EU greift in den Versicherungsmarkt ein und fordert einfach vom Vermittler mehr Qualität. Vielleicht darf ich es auf einen einfachen Nenner bringen. Früher war es so, dass wirklich jeder einfach eine Mappe schnüren konnte und sagen konnte, ich verkaufe Versicherungen und ist losgezogen. Ja. Heute ist es eingeschränkt, man braucht eine Berufszulassung, was auch sehr, sehr gut ist für den Verbraucher. Und die Maßnahme, die ich dann damals in dem Hause bei dem Versicherungsmakler ergriffen hatte, war die, dass ich gesagt habe, wir machen eine Restrukturierung. Ja. Wir qualifizieren die Mitarbeiter. Die Konsequenz aber daraus ist natürlich, wenn ich eine Restrukturierung mache, dass ich erstmal investieren muss in Bildung und zwangsläufig auch umsetze und dadurch auch der Gewinn auf der Strecke bleibt. Und damit hatte natürlich die Eignersfamilie etwas Probleme, denn wenn dann Geld in der Kasse fehlt, okay, da tut sich keiner leicht. Ja, klar. Ja. Wie sieht die Qualifikation der Mitarbeiter genau aus? So eine Qualifikation sieht so aus, dass heute Vorschriften gegeben sind von den EU-Vermittlerrichtlinien. Und wir machen für unser Unternehmen ganz speziell in der Form, indem wir sagen, es muss jeder eine Mindestqualifikation haben. Das ist die Mindestqualifikation, ja, des Versicherungsfachmanns oder der Fachfrau. Mhm. Das ist die Einstiegsqualifikation. In unserem Hause halten wir es aber so, dass wir sehr stark fördern, dass jemand weiterbildende und fortbildende Maßnahmen ergreift. Und bei der Fortbildung sind wir dann beim Versicherungsfach und beim Versicherungsbetriebswirt. Okay. Ich habe gelesen, Sie sind vom Versicherer zum Makler irgendwann gewechselt. Genau. Warum? Ja, der Hintergrund war einfach der, weil sich der Markt verändert, die Richtlinien von der EU auferlegt waren und vom Versicherer zum Makler war halt der Schritt, man kann dann das planen, ganz anders vorgehen, denn ein Versicherer hat klare, strenge Strukturen, man ist dort ein Glied in vielen Bereichen, während als Geschäftsführer lenke ich natürlich die Geschicke selbst, erstelle selbst einen Businessplan und verfolge das Controlling, ja, und diese Dinge. Das heißt, die Aufgabenstellung war einfach viel breit gefächerte. Okay. Ich würde gerne nochmal zu der Gründung der DRB kommen, weil das ja ein Punkt ist, der vielleicht auch interessant für viele BWLer ist. Ja. Falls man einfach mal sich irgendwann selbstständig machen will, ist ja auch mit viel Risiko verbunden. Wie, ja, sind Sie dieses ganze Unternehmen angegangen? Also die Gründung der DRB ist natürlich eine Sache. Das würde ich jetzt keinem BWLer direkt raten, ein Versicherungsmaklerbüro zu gründen, es sei denn, er hat diverse Erfahrungen aus zurückliegender, ja, Zeit. Aber ansonsten sollte man da schon eine gewisse Praxis mitbringen. Aber einfach mal zu diesem ganzen Gründungsprozess. Ja, okay. Zum Gründungsprozess kam es dazu, weil eben, wie schon zurückliegend geschildert, der Anteilseigner beim früheren Versicherungsmakler, wo ich beschäftigt war, Probleme hatte mit der Restrukturierungsmaßnahme, mit der Qualifikation, denn da kommt immer dazu, wenn man Menschen qualifizieren möchte, muss auch eine eigene Motivation da sein, der Mensch muss auch wollen. Das war oftmals nicht der Fall und, ja, dann habe ich gesagt, ich möchte diese Dinge eigenständig umsetzen in einem eigenen Unternehmen, habe ein Anforderungsprofil für die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, erstellt und bin dann in ein Auswahlverfahren, um die Menschen zu finden, die zu meinem Unternehmen, zu mir persönlich passen.
Wie sah dieses Auswahlverfahren aus? Das Auswahlverfahren sah so aus, dass wir gesagt haben, wir stellen erstmal eine Mindestqualifikation. Das heißt, der Mitarbeiter, der bei uns arbeitet im Innenverhältnis, muss zumindest mal eine Schulausbildung, Abitur haben, okay, und sollte dann eine Ausbildung angehen zum Versicherungskaufmann für Finanzen oder sollte diese Ausbildung schon abgeschlossen haben. Und je höher die Qualifikation ist, natürlich umso besser. Ja, klar. Für den Außendienst haben wir wieder andere Qualifikationsmaßnahmen. Wir als Mindestanforderung den Versicherungsfachmann, ja, oder wir sagen, Sie müssen eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und dann bei uns noch einmal die Versicherungsfachmann-Qualifikation nachholen. Und allen Mitarbeitern in unserem Haus bieten wir natürlich entsprechende Fort- und Weiterbildungen an. Ja. Nochmal zu der Qualifikation Ihrer Mitarbeiter. Was muss passieren, dass Mitarbeiter diese Kompetenz erlangen, die sie gerne haben möchten? Gut, wir müssen ja erstmal in einem Stärken-Schwäche-Profil analysieren, wo fehlt's, wo ist jemand stark, wo ist jemand schwach. Und das machen wir, indem wir im Innendienst zum Beispiel ein Mitarbeiterfördergespräch führen. In großen Betrieben nennt man das einfach Mitarbeiterleistungsbeurteilung. Wir haben dieses MFG umgetauft, damit es etwas schlichter, salopper lautet, okay, diese strenge Beurteilung. Und dort stellen wir dann fest, was tut dem Menschen gut, was tut dem Unternehmen gut, wo können wir fördern. Ja. Und dann stellen wir auch fest in der Eigenmotivation, wo können wir dem Menschen helfen, dass er Fortbildung begehen kann. Also sprich vom Kaufmann zum Fachwirt oder Betriebswirt. Okay. Gerade bei diesen Weiterentwicklungsmaßnahmen, haben Sie da manchmal schon mal Bedenken, dass die Mitarbeiter vielleicht zu hochqualifiziert sein könnten nach einer bestimmten Zeit? Weil das ja oft ein Problem bei Großunternehmen ist, dass die Mitarbeiter nicht so weit gefördert werden, weil einfach die Angst besteht, dass die Mitarbeiter vielleicht zu stark qualifiziert wurden. Diese Erfahrung habe ich am eigenen Leibe gemacht, bei den Erstversicherungen, bei AXA oder Generali, dass man eben Fortbildung, Weiterentwicklung des Mitarbeiters bis zum gewissen Grad gerne sieht, aber wenn die Gefahr läuft, dass der Mitarbeiter vielleicht dem Vorgesetzten überlegen werden könnte, dann wird es nicht gerne gesehen. Ich sehe das heute ganz anders. Ich sage, je besser und je höher qualifiziert ein Mitarbeiter ist, desto besser ist es für mich und für mein Unternehmen. Und deswegen, ich sehe da überhaupt keine Gefahr, weil das erfordert natürlich auch an mich, mich entsprechend zu bilden, entsprechend fortzubewegen. Und wenn man das gemeinsam verfolgt, dann wird man feststellen, jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen. Und wenn sich jeder in das Team einbringt, dann wird das Endergebnis auf jeden Fall ein tolles Ergebnis. Okay. Gerade im Beitrag hat man gesehen, dass viele eine Ausbildung zum Versicherungsfachwirt gemacht haben. Gibt es da noch weitere Qualifikationsmöglichkeiten? Ja, selbstverständlich. Es gibt die Qualifikation zum Versicherungsbetriebswirt. Ja. Das sind wir auch gerade im Gespräch mit Mitarbeitern, dass die zum nächsten Jahr hin den Versicherungsbetriebswirt machen. Wir fördern das auch, indem wir monetäre Ziele setzen, indem wir Anreize schaffen. Wir zahlen die komplette Fortbildung und wir stellen natürlich dann auch, wenn das von den Stunden erforderlich ist, auch von der Arbeitszeit frei, denn wir möchten, dass da auch tolle Ergebnisse rauskommen, denn letztendlich kommt es uns und dem Verbraucher zugute. Okay. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss, falls man Student ist und man hat sich entschieden, man würde gerne in diese Branche einsteigen. Was würden Sie sagen, was ist der perfekte Einstieg, dass man eine gute Chance hat, da erfolgreich zu werden? Vielleicht darf ich es etwas verallgemeinern, das muss ja nicht nur berufsspezifisch auf den Versicherungsmakler jetzt gelten, sondern ich kann dann nur empfehlen, entsprechend früh und zeitig Praktikas anzutreten. Ja. Denn, und dann vor allen Dingen, das möchte ich auch nicht unentgeltlich diese Praktikas anzutreten, okay, und das so früh wie möglich während der Studienzeit, um dann einmal, ich sag mal, in den Beruf hineinzuschnuppern, um festzustellen, liegt mir das Ganze, um Berufsspezifikas kennenzulernen und natürlich ganz, ganz wichtig, um Netzwerke zu schaffen, Verbindungen zu schaffen, die dann später vielleicht dazu führen könnten, dass ich eine Festanstellung in dem Betrieb finde. Ist es üblich, dass die Gehälter für Praktikanten relativ gut sind in der Versicherungsbranche oder? In der Versicherungsbranche sind die Gehälter sehr, sehr gut. Also ja, das ist natürlich aber auch wieder eine Sache, wie ich mich entsprechend präsentiere, wie klar, ich mich verkaufe. Ja. Und ich kann nur jedem empfehlen, hier an der Universität Saarbrücken und insbesondere, ich sage mal, der Betriebswirtschafter hat ja eine sehr, sehr gute Grundlagenkenntnis und sollte er ausspielen und ausnutzen. Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Gerne. Falls ihr jetzt noch weiter Interesse habt und euch so ein bisschen erkundigen wollt, was das Ganze auf sich hat, könnt ihr unter www.drb-gmbh.de einfach mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, da kommen wir direkt zum nächsten Beitrag. Nämlich, wir waren letzte Woche auf dem Karrieretag hier im Audimax in Saarbrücken und haben mal festgehalten, was es interessante Themen gab. Am Mittwoch, den 17.11.2010, fand der erste Fakultätskarrieretag im Audimax-Foyer statt. Diese wurde von dem Universitätspräsidenten Prof. Dr. Linneweber eröffnet.
Ich glaube, dass an dieser Stelle, diese Schnittstelle, die Sie jetzt hier erleben, unglaublich wichtig ist. Dass Sie an den Ständen erfahren, was sind die Erwartungen, die aus den zukünftigen Berufsfeldern, in die Sie rein wollen, dass Sie also mit diesen Erwartungen konfrontiert sind, sodass Sie sehen, aha, ich habe meine Fachkompetenz, die gibt mir Sicherheit. Ich habe aber auch Erwartungen, die von diesen Akteuren, die Sie hier sprechen, formuliert werden. Und diese Erwartungen, die lerne ich jetzt besser kennen. Ich wünsche deswegen dieser Veranstaltung einen guten Erfolg. Ich wünsche mir eine Kontinuität in diesem Typ von Veranstaltungen. Und es wäre prima, wenn möglichst viele, und ich sehe jetzt schon inzwischen ganz viele, die Chance nutzen würden, sich hier intensiv zu informieren. Vielen Dank. Nach der Eröffnung strömten die Studenten zu den zahlreichen Firmenständen, um sich zu informieren. Anwesend waren namhafte internationale Firmen der Wirtschafts- und Rechtsbranche, wie PwC, die Allianz, Linklaters und die Cosmos Direct. Ja, grundsätzlich würde ich mich freuen, wenn hier viele Karrieregespräche umgesetzt werden, jungen Leuten in den Job geholfen wird. Und ich würde mich einfach über einen generell schönen Dialog freuen, eben zwischen den zwei Zielgruppen und denjenigen, die einen Job suchen oder sich frühzeitig informieren wollen, weil das kann man auch machen. Also jemand, der jetzt nicht unbedingt direkt heute schon sagt, ich komme hier hin, weil ich habe die und die Not in dem Bereich, sondern einfach mal vorführen will, der jemand kennenlernen will, der kann hier auch so ein Network betreiben. Und wenn da die Unternehmen die Option haben, zusammen mit den Studierenden, dann wäre das eine tolle Sache. Neben dem direkten Gespräch an den Ständen stellen sich die einzelnen Firmen auch in ausführlichen Einzelvorträgen den interessierenden Studenten vor. Ich erwarte viele interessante Nachfragen, gerade zum Thema Existenzgründung. Weil es gibt ja auch Studenten, die vielleicht mal mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, auch sag ich mal im rechtswissenschaftlichen oder betriebswirtschaftlichen Bereich. Wir möchten heute schon auf die Studenten zugehen, damit sie uns kennenlernen und uns im Hinterkopf behalten, wenn sie dann fertig sind mit ihrem Studium. Vom Gefühl her, wenn ich das umschaue, ist einiges los. Auch einige haben wohl Veranstaltungen abgesagt, dass die Bewerber auch jetzt hier auf die Messe kommen dürfen, was ich sehr löblich finde. Ja. Und an sich ist der Brücken eigentlich so, ein Standort, den keiner so auf dem Schirm hat, teilweise. Und von daher denke ich, es ist gut, dass eine Messe existiert, dass die auch in Kontinuität, auch vielleicht in Zukunft, das Produkt auch weiter zu vermarkten. Ich war erstaunt, dass sie auch Leute suchen. Also ich war eher der Meinung, dass man eher schwer hat, gerade in solchen großen Unternehmen zu kommen. Aber die Angebote sind ja sehr vielfältig. Ich finde den Karrieretag gut, weil man innerhalb der Universität die Möglichkeit hat, seine Zukunft nicht nur theoretisch, sondern aktiv zu planen. Sie haben auch die Fragen direkt beantwortet und sind auch gleich auf die Möglichkeiten eingegangen. Was hat euch hier am besten gefallen? Ja, eigentlich diese Möglichkeit, direkt mit den Leuten zu reden. Und am Ende war der Karrieretag ein voller Erfolg. Aus meiner Sicht war dieser Karrieretag ein voller Erfolg. Wir haben interessante Firmen hier gehabt, wir haben interessante Studenten gehabt, also insgesamt ein voller Erfolg. So, wieder zurück im Studio. Wir hatten gerade leider ein technisches Problem, was leider immer mal wieder bei einer Live-Sendung passieren kann. Ja, wir stellen den Beitrag, der ist auf jeden Fall sehr gut geworden, fanden wir, und haben uns auch viel Mühe gegeben. Den stellen wir auf jeden Fall ins Archiv, den könnt ihr euch morgen wieder angucken. Was war da zu sehen? Es waren viele verschiedene Firmen zu sehen. Konnte man vielleicht noch mitkriegen. Ich glaube, das werden wir jetzt nächste Sendung zeigen. Unsere Sendezeit ist auch rum. Auf jeden Fall war es ein voller Erfolg. Und wir verabschieden uns und sehen uns dann nächste Woche 18.18 Uhr, wenn die rote Lampe leuchtet. Empfehlt uns weiter. Tschüss. Ciao.